Mit eindringlichen Mahnungen zum Zusammenhalt hat Papst Franziskus Kolumbien zu einem Neubeginn aufgerufen. Bei einer Messe in der Hauptstadt Bogotá sagte Franziskus, auch von Rückschlägen auf dem Weg zum Frieden sollte man sich nicht entmutigen lassen. Nach Behördenangaben hatten sich insgesamt bis zu 1,3 Millionen Gläubige in der Gegend um den Parque Bolívar versammelt. Hier, wie auch in vielen anderen Teilen der Welt, herrscht eine tiefe Finsternis, die Leben bedroht und zerstört. Eine Finsternis der Ungerechtigkeit und sozialen Ungleichheit. Angesichts des begeisterten Papstempfangs sprach der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos von einem großen Beweis der Einheit. Im vergangenen Jahr hatte Santos mit der FARC-Guerilla einen Friedensvertrag vereinbart, der zunächst per Volksentscheid abgelehnt, dann aber vom Kongress beschlossen wurde. Der Vatikan hatte die Friedensverhandlungen in dem jahrzehntelangen Konflikt stark unterstützt.